Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin in einer neuen Folge Ride Basics, wo ich euch grundlegende Begriffe oder Thematiken aus der ganzen Welt der Freizeitparks, Kirmes und Achterbahn näher bringe. Also wenn ihr euch auskennt, könnt ihr abschalten oder ihr bleibt dran, um mich zu korrigieren und zu verbessern und euren Senf am Ende dazu zu geben, weil ihr es natürlich wieder besser wisst. Ansonsten für alle, die neu dabei sind in dieser Szene, gibt es halt jetzt ein weiteres Video, um ein bisschen was zu lernen. Und ich wurde öfter gefragt oder es wurde öfter geschrieben, ich soll mal was zu Inversionen machen, zu verschiedenen Inversionen. Und das machen wir jetzt und fangen grundlegend an mit der Inversion schlechthin, den Klassiker und quasi die erste Inversion überhaupt. Ganz kurz natürlich nochmal gesagt, für die sich jetzt fragen, was eine Inversion ist. Also wenn ihr da noch ein Video zu haben wollt, kann ich das auch noch machen, aber ich glaube, das reicht, wenn man es ja kurz erwähnt hat. Es ist eine Inversion in einer Achterbahn, ist einfach nur ein Überkopfelement, wo man einmal über Kopf steht oder mehrfach. Dann sind es mehrere Inversionen. Und das meiste davon sind irgendwelche Figuren aus dem Kunstflug oder dann irgendwelche Abwandlungen und Neukreationen. Dazu dann aber mehr, wenn es dann um andere Inversionen geht. Heute geht es ganz klassisch nur um den Looping. Und der Looping ist die Inversion, die manchmal auch von Massenmedien, so das ist sowas wie Galileo K1 und so, benutzt wird als Pseudonym für Inversionen. Dann heißt es, wie zum Beispiel in der Kernreportage, da sind ganz viele Loopings drin. Gezeigt wird ein Non-Inverted Loop, das Herzelement. Und die Bahn hat auch noch eine Hardline Roll, wo ich mir gesagt habe, ja. Da gibt es keinen einzigen Looping. Der Looping im klassischen Sinne oder der Looping überhaupt ist halt, man fährt und macht diese Kreisbewegung und fährt wieder raus. Ne, du fährst und dann whoop, geht einmal so über Kopf und dann geht es weiter. Das ist ein Looping. Ja, damit wäre das eigentlich auch alles schon erklärt. Also der Looping an sich geht. Es gibt verschiedene Quellen, dafür müsste man Ralf Latozki wieder fragen oder man liest sich eins seiner Bücher durch, geht zurück auf 1895, Coney Island, ob das jetzt so stimmt, weiß ich mich schon gar nicht mehr, aber das ist halt so eine der Quellen, die man hat und war damals noch kreisrund, so wie sich ja viele auch den Looping vorstellen, dass er einfach ganz normaler kreisrundes Element ist. Und das war es damals auch und das hat nicht funktioniert, sondern sehr viele Leute ausgenockt, weil die Kräfte, die entstehen bei der Einfahrt und der Ausfahrt, einfach in dieses kreisrunde Ding, waren viel, viel zu hoch und es sind viele Leute bewusstlos geworden und unmöglich aus der Bahn wieder rausgekommen. Ja, und dann ist erstmal viel nicht passiert, der ein oder andere Krieg kam dazwischen und 1976 hat Werner Stengel den Looping quasi erfunden, so wie wir ihn heute kennen, so wie er für jeden fahrbar ist und man nicht bewusstlos wird. Und das Ganze hat er zusammen mit Anton Schwarzkopf umgesetzt bei der Achterbahn Revolution, die auch noch heute im Six Flags Magic Mountain steht. Werner Stengel hat das aber nicht grundlegend alleine erfunden, sage ich mal, sondern hat sich die Idee beim Straßenbau geholt, die nämlich die Klotoide verwenden. Eine Klotoide ist ein Übergangsbogen mit einem linear ansteigenden Krümmungsverlauf in dieser Kurve. Heißt, man fährt nicht kreisrund, zack, so direkt in den Looping, sondern man je mehr Looping man fährt, desto mehr krümmt er sich, bis man dann oben das über Kopf steht und dann das Ganze wieder zurück. Man kann sich das ein bisschen tropfenförmig vorstellen, um das vielleicht ein bisschen besser zu erklären. Und dadurch kann man Loopings fahrbar machen für alle Leute. Man sieht das, glaube ich, bei manchen Bahnen, je nachdem wie die stehen und wie man davor stehen kann, sieht man das auch ziemlich gut. Das ist halt unten quasi spitz zuläuft und so ein großer Tropfen ist statt so ein runder Kreis. Und dieses langsamere Einfahren hat es halt die Achterbahn oder das Loopingfahren massenkompatibel gemacht und hat eigentlich den Erfolg von Inversionscoastern geebnet und man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, was es alles für verschiedene Elemente gibt, die verbaut werden können. Dann gibt es das Ganze noch als Inclined Loop, das ist ein normaler Looping, der aber so schräg gestellt ist, aber nicht zu schräg, weil dann wären wir quasi schon bei einer Helix. Und es gibt auch noch den Non-Inverted Loop und das ist quasi ein normaler Looping,
Nur am obersten Punkt fährt man nicht über Kopf, sondern die Schiene dreht einmal, dass man am obersten Scheitelpunkt des Loopings, wo man eigentlich über Kopf wäre, nicht über Kopf ist, sondern einmal gerade fährt, dann dreht das Ganze zurück und man fährt aus dem Looping raus und man hat eine Non-Inverted Loop. Da gibt es natürlich noch tausend andere Varianten und Abweichungen, da kommen wir dann aber auch zu, wenn wir die anderen Inversionen machen, aber der Looping ist auch oft Einfahrt oder Ausfahrt aus anderen Inversionen, also ein halber Looping. Aber dazu dann an dieser Stelle mehr. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr wisst jetzt, was ein Looping ist und was ein Looping ausmacht und wo der Looping herkommt. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Rack Review Videomagazin. Peace.